Momentan haben wir eine Veranstaltung hier im Haus, eine fünftägige Tagung, die da heißt Engagierte Hochschule, was mich ganz besonders freut. Denn wir haben genau das, wozu wir damals vor 7 Jahren angetreten sind, das alte Schloss wieder lebendig zu machen und eine Schnittstelle zu sein, ein Forum zwischen Hochschule und Gesellschaft, haben wir genau jetzt diese Woche da, von Montag bis Freitag, von morgens bis abends, manchmal auch sogar bis nachts. Und wenn es zum Thema geht, weiterbilden, vernetzen, haben wir hier vor allem diesen Vernetzungscharakter. Vorhin bin ich durchs Schloss gelaufen und ich habe mich verheddert in Wollfäden und besser kann man das Netzwerken ja gar nicht darstellen. Und eben im Gespräch mit einem Kollegen ist mir noch ein Zitat angefallen von Wilhelm von Humboldt, der mal gesagt hat, nur wer die Vergangenheit kennt, hat eine Zukunft. Das heißt, wenn sich in einem altehrwürdigen Gebäude wie einem Renaissance-Schloss sich Ideen entwickeln lassen für die Zukunft der Hochschulen, dann hat man genau das Zitat, was der alte Bildungsidealist Wilhelm von Humboldt damals sich überlegt hat, haben wir in Rheinkultur dann hier umgesetzt und besser kann es gar nicht laufen. Von dem her ganz herzlichen Dank an die Veranstalter, die das so ganz hervorragend umsetzen bei uns. Kommen Sie gerne immer wieder.